Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch. Schön, dass Sie hier da seid zu unserem ersten Clubkonzert. Sollte eigentlich ein Wohnzimmerkonzert werden, Clubatmosphäre. Wir wollten das eigentlich da hinten im Backstage machen. Das ist ein wesentlich kleinerer Raum. Dann kam Corona und deswegen sind wir hier in Wohnzimmeratmosphäre in diesem schönen, sehr großen Raum. Und bevor wir gleich das Konzert mit dem Ensemble der Band Salomea hören, freue ich mich, euch als kleine sogenannte Werkseinführung zu einem kleinen Gespräch, kurzen Gespräch mit der Protagonistin des Ensembles, Rebecca Salomea Ziegler, einladen zu dürfen. Hallo, wir setzen uns hier so ein bisschen hin und ich habe hier meine Notizen auf dem Handy gemacht. Mir ist es wichtig, dass wir ins Gespräch miteinander kommen, dass wir den Künstlern nicht nur die Bühne geben, sondern eben auch Raum für Gespräch, für Gemeinsamkeiten und damit auch Sie, ihr im Publikum, was Persönliches erfahrt. Und ich bin sehr dankbar, dass du, ihr heute da seid und dass du bereit bist sozusagen vor dem Konzert, was ihr gleich geben werdet, auch mit mir zu reden. Herzlich willkommen, danke. Rebecca Salomea Ziegler, heute danke. Aus Köln angereist, richtig? Genau, richtig. Ja. Schön. Bist du das erste Mal in Erfurt? Nee, das zweite Mal. Ist mir vorhin wieder eingefallen. Ich war schon zweimal im Wiergarten, der anscheinend ein wandelnder Garten ist. Ja, das ist aber schon länger her. Richtig. Aber ich freue mich, endlich wieder hier zu sein, endlich wieder in Erfurt zu sein. Ihr seid heute angereist aus Köln und du bist in Köln aufgewachsen, ist das richtig? Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. In Süddeutschland? Genau, ich bin im Schwarzwald in der Nähe von Freiburg aufgewachsen, in kleinen Dörfern und dann in einer kleinen, sehr kleinen Stadt. Und dann bin ich zum Studium nach Köln gezogen. Mhm. Und du bist in einer Musikerfamilie groß geworden, das ist richtig? Genau, ja. Und ich darf das jetzt nicht immer verraten, ich muss es ablesen. Du hast wahnsinnig viele Preise und Ehrungen in den letzten Jahren erhalten. Ich finde ja zu Recht, du hattest das Konzertstipendium der Werner-Richard-Stiftung, Dr. Karl-Dürken-Stiftung, Sparda Jazz Award 2016, Burghauser Jazzpreis 2018, Tampere Vokal 2018, Förderungen durch die Stadt Köln, Musikfonds, Initiative Musik und so weiter und so fort. Das ist verdient und dennoch sehr respektabel. Und du bist auch Mitglied des KünstlerInnen-Netzwerkes Dagesch. Ja. Da hatten wir gestern hier schon einen wunderschönen Abend, unter anderem auch mit dem Regisseur Arkadi Chayet, der auch Teil dieses Netzwerks ist. Und möchte Ihnen das kurz vorstellen. Dieses Netzwerk hat in seiner Selbstdarstellung gesagt, ist: Jüdisches Leben in Deutschland der Gegenwart ist vielfältig. Diese Vielfalt ist auch an den Kunstproduktionen junger Jüdinnen und Juden abzulesen. Dagesch macht dies sichtbar, ohne notwendigerweise von einer harmonischen jüdischen Pluralität auszugehen. Es geht um Gestaltung, Erprobung und Inszenierung von etwas Neuem. Das finde ich sehr toll. Das hat mich sehr angesprochen und ich bin so tatsächlich auf dich, euch aufmerksam geworden. Rebecca Salomea Ziegler, was bedeutet Salomea in deinem Künstler-Ensemble-Namen? Also erstmal ist es mein zweiter Vorname und der war mir vorher früher immer total peinlich, wenn es in der Schule hieß, wie heißt du mit zweitem Vornamen, dann war das nicht was Normales wie Anna oder Julia, sondern es war Salomea und das war mir peinlich. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass er eigentlich ganz schön klingt und außergewöhnlich. Und also die Geschichte ist gar nicht so wahnsinnig krass. Der Name wurde mir gegeben, der wurde mir jetzt auch gar nicht von meinem jüdischen Elternteil gegeben, sondern von meinem deutschen Elternteil, was irgendwie die Verstrickung meiner Persönlichkeit auch nochmal so auf den Punkt bringt. Und was bedeutet für Salomea? Das bedeutet mir mittlerweile ein Teil von mir, der eben auch dazu gehört, den ich mittlerweile embracen kann und der mich auch herausfordert, neugierig und neuartig zu sein. Mhm. Und wenn du sagst, es war dir als Kind peinlich, war das nur, weil der Name dir nicht gefallen hat oder
war da schon irgendwie auch eine Verbindung aufgrund des Namens der MitschülerInnen zu spüren, dass das was Jüdisches sein könnte? Ja, also ich, als Kind habe ich das nie verstanden, dass ich nicht, also das verstehe ich bis heute nicht so richtig, diese ganzen Strukturen. Genau, der war einfach so anders, das hat man nie gehört und als Kind möchte man, glaube ich, dazugehören. Mhm. Und so, ich war nie im Religionsunterricht, das war schon was, wo man nicht dazugehört hat und dann war noch dieser Name und da kamen eben so Dinge, so mehr und mehr, wo man dann so zum Außenseiter wurde und ich glaube, das war das, aber so richtig habe ich das noch nicht durchschaut. Okay, und dann kam der Punkt, wo du diesen Namen bewusst auch als KünstlerInnen-Namen angenommen hast. Wie viel Salomea steckt denn in deiner Musik? Sehr viel. Also meine Musik ist durch sehr viel inspiriert, aber es kommt eben aus mir. Ich schreibe die Songs erstmal selbst, bevor ich sie dann mit meiner Band einübe und forme. Und da ist viel, oder steckt, glaube ich, meine ganze Persönlichkeit drin und viel Drang, Neues auszuprobieren und auszuloten, Extreme auch auszureizen, aber auch einen Wohlklang zu finden und eine Zugehörigkeit, aber auch eine Abgrenzung. Also ich glaube, da ist so ist viel zu spüren, wenn man genau hinhört. Mhm. Und du hast gesagt, es geht um Auseinandersetzungen mit dir und vielen Identitäten auch, hatten wir im Vorgespräch. Hast du, und wenn ja, was für eine Message möchtest du mit deiner Musik rüberbringen? Das klingt jetzt alles so total egoistisch, ne? Ich möchte mich kennenlernen, ich möchte meine Identitäten, aber ich glaube, das ist so der erste Schritt, sich selbst kennenzulernen und zu verstehen, um dann auch anderen Menschen empathisch entgegenübertreten zu können und das ist im Endeffekt das, so die Message, die ich eigentlich transportieren möchte, offen zu sein, offen für neue Klänge, aber auch für neue Menschen, für neue Begegnungen, empathisch zu sein und durch eigene Strukturen, die man eben in sich selbst erkannt hat, auch mit anderen Menschen einfach ein bisschen geduldiger und liebevoller umgehen kann. Du hast gerade gesagt, dass das eventuell egoistisch klingen könnte. Was mir da so spontan kam, eigentlich ist das ja auch ein guter Weg zu mehr Authentizität. Und denkst du, dass deine Musik und das, was du an deinem Selbst-Ich in die Musik bringt, auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Art von jüdischer Identität mitvermittelt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben meine Identität, der jüdische Haushalt in Deutschland. Ich kann da nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil jüdische Identität unglaublich vielfältig ist und das auch nicht allen klar ist. Jüdisch sein ist schwarz, ist weiß, ist Ashkenazi, ist Sephardi, ist ganz, ganz unterschiedlich. Das hat man vielleicht jetzt so erlebt, während der letzten Tage, aber wisst ihr vielleicht auch so schon. Aber wie gesagt, die Musik kommt aus mir heraus und ich bin in einem jüdischen Haushalt geboren und deswegen, ist da auch Jüdisches drin. Und in deinen Texten, um was geht es da so? Du singst auf Englisch hauptsächlich und kannst du ein paar Stichpunkte dazu geben, was deine Texte im Allgemeinen oder im Speziellen vielleicht auch behandeln? Genau, Englisch ist meine Muttersprache, deswegen, also mein Haushalt war amerikanisch, jüdisch und deutsch und deswegen singe ich auf Englisch und die Texte sind auch handeln viel von so einer Identitätssuche und einer Zugehörigkeitssuche, vielleicht auch Verarbeitung von Trauer und Schmerz und Traumata auf eine Art, aber auch Selbstermächtigung und hoffentlich eine Inspiration zu liebevollen Gedanken mit sich selbst und aber auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und so zum Beispiel das erste Stück, was wir gleich spielen, heißt Reminder und das ist
hatte unterschiedliche Titel. Das hieß mal Mantra, dann hieß es Prayer, dann jetzt heißt es Reminder. Ich habe das nämlich kurz nach Rosh Hashanah geschrieben, vor 2 Jahren, glaube ich. Und Rosh Hashanah ist das jüdische Neujahr und das ist aber weniger so ein extrovertiertes Fest, sondern eher Besinnung nach innen und so sich vorstellen, was war im letzten Jahr, was kommt im neuen Jahr und was möchte ich mir vornehmen. Und das ist so dieses Mantra zu Beginn, wo ich mir selbst sage, die Ohren aufzumachen und im Moment zu sein und hier anzukommen und mit euch diesen hoffentlich schönen Konzertabend zu verbringen. Rebecca Salomea, wir freuen uns alle auf das Konzert. Ich bedanke mich für das kurze Gespräch. Dankeschön. Ich gebe dir jetzt noch mal ein paar Minuten mit deiner Band und dann gebt ihr das Konzert und freue mich, dass ihr da seid. Und sehr verehrte Damen und Herren, wir haben das im Vorfeld besprochen. Nach dem Konzert seid ihr noch ein bisschen hier und man darf euch auch persönlich ansprechen. Auf jeden Fall, ja. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Rebecca Salomea Ziegler. Bis danke, gleich. Johannes, danke. Bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, wir geben Rebecca Salomea Ziegler noch ein paar Minuten Zeit. In der Zeit, die möchte ich nutzen, um Ihnen noch ein paar wenige Dinge zu sagen. Die 29. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur finden noch bis 21. November statt und könnten nicht stattfinden, wenn es Sie nicht gäbe, die hier heute Abend mit zu Gast sind. Das ist sehr wichtig, denn Kunst lebt auch davon, dass es Menschen gibt, die zuhören und zuschauen. Heute Abend auch im Livestream. Herzlich willkommen an jene, die bei YouTube hier live mit zuschauen. Und all das braucht Förderung. Und diese bekommen wir auch in diesem Jahr wieder von der Thüringer Staatskanzlei, der Stadt Erfurt, der Sparkassenstiftung Hessen-Thüringen und verschiedenen kommunalen Förderungen, wo wir auch zu Gast sind. Es ist ja ein Thüringer Festival und da gibt es viele, viele Beteiligte, wofür ich mich recht herzlich bedanken möchte. Ich möchte mich bedanken bei dem gesamten Team, was hiermit auch am Start ist und immer wieder auch hilft im Hintergrund. Ohne das würde es nicht gehen. Und ich bitte Sie einen herzlichen Applaus für das Team und auch für die Menschen an Licht und Sound und Stream. Pius, Friedrich, Alice und Robert und das gesamte Team. Schön, dass ihr da seid. Danke euch. Jeden Freitagabend beginnt der Schabbat, deswegen gibt es freitags ab diesem Jahr in diesen Kulturtagen keine Veranstaltungen. Und der Schabbat endet, wenn am Himmel die ersten 3 Sterne wiederzusehen sind. Und so möchten wir Sie am Montagabend hier auch einladen zum nächsten Konzert mit Paul Prodi Zardavi. Paul Prodi hat 2014 eine für mich persönlich sehr, sehr wichtige CD aufgenommen, wo er die Texte von Rose Ausländer, eine Zeitgenossin von Paul Celan, vertont hat. Und diese CD hat er damals ursprünglich unter anderem aufgenommen mit KünstlerInnen wie Meret Becker und Glüso, und er bringt das heute am Samstag dann mit seiner Band auf die Bühne, auf diese Bühne hier. Und ich würde mich sehr freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen, sowohl im Livestream als auch hier live vor Ort im Zughafen Erfurt. Auch hier im Zughafen Erfurt gibt es ab jetzt bis Ende November jeden Mittwoch eine Filmreihe im Rahmen unserer Kulturtage. Und so zeigen wir nächste Woche den Film Frau Stern. Ich habe jetzt hier eine ganz, ganz lange Filmbeschreibung, die ich Ihnen nicht vorlesen möchte. Frau Stern finden Sie selber, das können Sie googeln, den Trailer. Es ist ein fantastischer Film, den wir hier zeigen, und würde mich sehr freuen. Kommen Sie wieder, sagen Sie es weiter. Und überhaupt gibt es sehr, sehr viele spannende Veranstaltungen, Lesungen, Rundgänge, und all das finden Sie in unserem Programmflyer, der ausliegt, und natürlich auf unserer Website. Ich muss jetzt mal so ein bisschen hier an den Bühnenrand schauen, ob die Band schon wieder da ist. Und es ist mir eine große Ehre, Ihnen jetzt ankündigen zu dürfen: Jannes Amft an den Keys, Oliver Lutz am Bass, Leifberger am Schlagzeug und Rebecca Salomea Gesang. Herzlich willkommen und ein schönes Konzert. Salomea!
Vielen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön. Wir freuen uns total, heute hier zu sein, endlich wieder vor Leuten zu spielen. Vielen, vielen Dank. Danke für die schöne Einleitung auch, Johannes. Ja, es ist ein richtig schöner Raum. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch so wohl wie wir. Der Soundcheck hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ihr dürft euch auch von euren Plätzen erheben, wenn es euch danach ist und euch bewegen. Genau, das war Reminder, mein Mantra. Und wir machen direkt weiter mit Not Dead, das ist ein Song. Oh, ich wollte auch die Leute zu Hause begrüßen, wenn ihr zuschaut. Hi Family, hi Pacific Northwest und all die anderen. Und jetzt geht's los, weiter mit Not Dead. Silver and candy, we took the fast train, me and my red pants are fancy, we had dinner at a Swiss hotel, there was a bear made of ice,
You smoke cigars in the bar. Me, I was one of the guys. You told me I would do it all. Get rich by a break, crash, go tall. I'd make my moolah than you. I'd get my famous than you. Not the money, no, I don't need your money. You got love to give so much. What about my share? It's not the money. Vielen, vielen Dank. Der Song ist auch auf unserem Album drauf, den könnt ihr, das könnt ihr euch hinten mitnehmen als schöne Clear Vinyl und CD. How you supposed to focus in the middle of the night when your head's on fire and your shorts are too tight? How you supposed to get a team and make them wanna fight? Not to take no for an answer, add some pepper to the light. You gotta go ahead and then tell them that no is no and then set another goal and then you tell them that yes is yes. Ooh, take it to Boston. Take it some Boston. Or take it to Boston. Take it some Boston. What? Take it to Boston. Take it some boss time, take it to Boston. Take it some boss time, ayy. I don't only take it to Mars. Set things and I'm singing with the stars. Taking my space close to yours. My twigs, I'm raising the bars. I don't only take it to Mars. Set things and I'm singing with the stars. Taking my space close to yours. Like twigs, I'm raising the bars. Do it
better pass for and take the cash. Don't look back or you might crash. If they want to join, they better run fast. How many for the team? You do the math. Iced tea and whipped cream, root beer float down my throat. I grind, no whiplash, just my mind and my act. Buy the only ticket to Mars. Sand rings and I'm singing with the skies. Take a nice space, close your. Boston, taking some Boston, oh, ticket to Boston, eh, taking some Boston, huh, ticket to Boston, taking some Boston, ticket to Boston, eh, taking some Boston, oh, ticket to Boston, hey, taking some Boston, ticket to Boston, 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 taking some Boston, hey, I don't want my ticket to Mars. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ready? I have new boots. I have big hoops. I have four cribs. I have round hips. I have black bruises. I have baby Moses. I have four seasons. I have my reasons. I have clean breasts. I have plenty rests. I have watermelon. I have got a feeling. I have a head of curls. I have my bubby's pearls. I have freedom of speech. I have love. I got you there, be fair.
No, don't take more than you can care for today. No, don't be scared. Aren't you aware? Am I too fair? Is there actually enough to spare? Well, you can take my goods and you can take my body, my beliefs and opinions, and you can take all of my family's history. From my pockets you can take all of my money. Now have my boots and my coat, and if you please have all my jewelry, then take your share of love, but leave some for me. Vielen, vielen Dank. Den Song haben wir schon ewig im Programm. Wir haben den, unser erstes Album haben wir aufgenommen, 2016. Und da habe ich eine A Cappella-Version davon im Studio mir rausgereimt. Das kam dann 2016 war das, und wir spielen den Song immer noch. Gut. Beziehungsweise wieder, wir haben eine Pause gemacht. Und der ist aber auch auf dem neuen Album drauf, in der Band-Version. Und jetzt spielen wir einen ganz neuen Song, der heißt Mercury, den gibt es nur online zu hören auf Spotify, könnt ihr gerne mal reinhören. Den habe ich mit einem Produzenten zusammen gemacht, Gianni Brezzo aus Köln. Genau, viel Spaß mit Mercury. Thank you.
cause you think I'm busy, but actually I'm free at home, tired and lonely, so why don't you meet me and tell me a story about your baby or your wifey, she's crazy, we could see a movie on Freddie Mercury, cause I'm missing one of your fake dreams, too much sometimes, I should be filling books in my life, think too much sometimes, lazy, 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 let's get lazy, your room's all hazy, through the maze to cyberspace, find her dancing gracefully at your pace, peacefully claiming your space. Stroke my hair and tell me you'll be there for me. Then hold my hand and show me that you stand by me. Put me to bed, don't leave instead. Lay with me, be honest, be fair. Please just care for me. Cause I'm missing one of your fake dreams. Too much sometimes, I should be filling books in my life. Think too much sometimes. Lazy, 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 let's get lazy. Room's all hazy, through the maze of cyberspace. Find you dancing gracefully at your pace. Peacefully claiming your space. Spiraling, spiraling, climbing on and diving into mountains. High on life and love, soon gone, then riding waves. And come again, your song. Same place, same time, being my man on the fine line. Take me by the hand, will you be mine? We're getting a little fussy, though we know we're fine. You do yours, I'll do mine, mine, mine. Take me by the hand, will you be mine? We're getting I was working hard to climb back up out of the holes I dug. Almost reached the edge, almost back up on top of all the plans I made for myself. Realizing it's all there, a time to just
this is covered up and far from my mind, far from my mind. Push me back. Oh no, no, don't you push me back. So I land. The baby is together. Same place, same time. Me and my man on the fine line. Take me by the hand, will you be mine? We're getting a little fussy, though we know we're fine. Vielen Dank, vielen Dank. I see through to me. My, my.
lovable, hateable, fuckable, suitable, able, stable, capable, even fakeable, tasteable, label, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable, extremely flexible, lovable, hateable, fuckable, savable, able, stable, capable, even fakeable, tasteable, label, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable. Flexible, lovable, hateable, fuckable, savable, able, stable, capable, even thinkable, tasteable, labeled, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable, extremely lovable, hateable, fuckable, savable, able, stable, capable, even thinkable, tasteable, labeled, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable, extremely flexible, lovable, hateable, fuckable, savable, able, stable, capable, able, thinkable, tasteable, labeled, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable, extremely flexible, lovable, hateable, fuckable, able, stable, capable, even thinkable, tasteable, labeled, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable, extremely flexible, lovable, hateable, fuckable, savable, able, stable, capable, even thinkable, tasteable, labeled, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable, extremely flexible, lovable, hateable, fuckable, savable, able, stable, even flexible, able, juicy, fruity, suitable, touchable, suckable, flexible, lovable, hateable, fuckable, savable, able, stable, capable, even flexible, tasteable, able, juicy, fruity, suitable. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Wie geht's euch? Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Können wir mal die Seite hören? Wir machen jetzt mal einen ganz kleinen Vergleich, wer wacher ist. Okay, mal und diese Seite? Jawohl, okay, ihr seid wach. Sehr schön, das seid ihr. Und jetzt diese Seite? Okay, alright. Und jetzt könnt ihr gleich mal alle aufstehen, weil jetzt könnt ihr mal so richtig euren Frust ablassen beim nächsten Song. Das wirklich, wirklich, das ist sehr zu empfehlen. Ihr werdet sonst neidisch. Okay, los geht's. Also wirklich, ihr schaut auch keiner. Listen, listen, listen.
Isn't that worse than falling down? I'm sick and tired of obeying home, and that's why what is worth enough for me to cry and cry and lose my saying. And tired of obeying who, and this white word is worth enough for me to crawl and cry. I'm sick and tired of obeying who, and this white word. Vielen Dank.